Hallo und herzlich willkommen hier dann zurück zum nächsten Part. Und wir wollen uns dann doch mal so langsam... Ach, da sehe ich die Dinger, könnte ich... genau. Wo lagere ich die Dinger jetzt? Ich schmeiße einfach nur Batterienwürfel, ganz ehrlich. Das ist mir jetzt egal, auch wenn er die Dinger nicht umproduziert, wie er es eigentlich machen sollte. Erledigt nicht seine Arbeit. Schrecklich, den würde ich kündigen. Und ja, wir müssen noch die Spitze des Stabs finden. Und zwar, wie heißt das Gebiet? Im Tempel der Klauenvipern. Okay. Das heißt, in der vergessenen Stadt hoffe ich, dass ich das Ding finde. Und um dorthin zu gelangen, müssen wir da hinten lang, genau. Bei dem Wurmloch konnten wir nach unten gehen. Falls ihr euch vielleicht wundert, warum keine Gegner hier spawnen, ich habe seitdem ich jetzt angefangen habe, Akt 2 zu spielen, auch wieder nicht dieses Spiel beendet. Also respawnen auch bei mir die Gegner nicht. Also ich nehme dann definitiv immer öfters. Hat mich schon mal jemand gefragt. Ich nehme viele Parts eigentlich hintereinander auf. Oftmals dann, wenn ich so einen freien Tag habe oder so. Und es kommt halt auf das Spiel an. Je nachdem, bei Dragon Age habe ich euch ja jetzt relativ lange Zeit gelassen, dass ihr eure Meinung kundgeben könnt und euch die Origin-Geschichten anschauen, mit welchem Charakter ich dann beispielsweise weiterspielen soll. Und ja. So sonstige Dinge, Empfehlungen, ihr könnt sie gerne runterschreiben. Wenn ich dann mal mit einem Part hinterher hinke, werde ich das auch dann beachten, wenn ich, also wenn es bessere Vorschläge sind als das, was ich gerade mache. Aber ansonsten ist es halt blöd für mich. Ich kann darauf relativ wenig Feedback geben, da ich auch versuche, hier noch ein paar Spiele, die auf meiner Liste stehen, abzuhaken für euch. Von denen ich euch nämlich gerne das Gameplay zeigen würde. Ich hoffe, das ist vertretbar. Und ihr macht euch da nicht so viel Kopf drüber, dass ich nicht auf meine Community eingehen würde. Bei Fragen oder sonstiges jederzeit. Ich werde mein Möglichstes tun, alle zu beantworten. Oder auch, wenn ihr Schwierigkeiten habt, mal mit dem Spiel zu starten, könnt ihr auch gerne mir Kommis da lassen. Ich werde mal nachgucken, ob ich euch dann mit ein paar Vorschlägen mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. Okay, wir sind jetzt in der vergessenen Stadt angelangt, wobei vergessene Stadt würde ich das jetzt nicht nennen. Das ist eigentlich bis jetzt ein einziges Gebäude und keine Stadt. Da geht es wieder eine Treppe hinunter. Wir laufen wieder alles ab, da haben wir ein Monument. Und etliche Riesengegner. Was haben wir denn da? Gut, das hier sieht jetzt schon eher aus nach einer Stadt. Gut, da haben wir die andere Ecke gefunden. Ich frage mich, ob der Tempel hier oben ist oder ob wir da noch in ein anderes Gebiet müssen. Aber ich schaue mir mit euch jetzt erstmal noch die vergessene Stadt hier an. Und vernichte mal kurz um alle Gegner. Zumindest lasse sie vernichten von meiner Armee. Und ab und zu haue ich da mal selbst ein bisschen Knochensperren rein. So. Was haben wir denn da? Ah, auch eine Statue. Und da haben wir eine Falltür für irgendein kleines Gebiet gefunden. Das werden wir natürlich auch gleich noch angehen. Okay. Einmal rundherum. Und dann schauen wir uns doch mal das an. Und zwar zu den alten Tunnels. Die wollen wir doch da mal kurzerhand erkunden. Alte Tunnel, wohin? Ich weiß es nicht. Deswegen werden wir es herausfinden. Seele, Wolke der, was war das? Wolke der Scharfrichter. Ne, Wolke der Scharfrichter. Ah. Nicht verlesen. Und unsere Bogenschützen ist mal wieder ein Level-Up. Wunderbar. Ich kann nicht noch mehr. Ketus gefunden. Das ist ein Ketus. Ach, das Ding. Ja gut, das ist so blöd.
Ah, voll, voll, alles immer voll. Ich hab so ein dämlich kleines Inventar, das nervt. Kann nicht wegen jeden Mondpitz immer zurücklaufen. Eieiei, das sind aber echt viele mumifizierte Biester da unten. Ah, weg da! Ich muss mir den Kampfbutton mal noch merken. Dass wir stehen bleiben können. Ich bin überladen. Draufbolzen, ohne uns zu bewegen. Und zwar einfach nur in die Richtung, die ich klicke. Sehr gut. Zwei. Oh je, schon wieder überall diese Kühe geschlachtet. Der neue Mumifizierte und was haben wir denn da noch? War genau ein Brunnen der Gesundheit. Okay, das da haben wir dann abgehakt. Ich kann mal ein Gegengift reinhauen. Muss mich da ja nicht die ganze Zeit vergiften lassen. Das Geld mitnehmen. Das ist auch noch Geld. Ah, das ist eine Menge Geld. Schäm dich. Ich kann nicht Geld liegen lassen. Geht ja gar nicht. Da runter können wir noch. Genau. Und da oben haben wir noch ein Gebiet, das wir noch nicht erkundet haben. Erstmal da den paar Magiern ein bisschen. Oh, 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 oh. Ich sehe gerade, deswegen geht das so schleppend voran. Ich habe gar keine Streitmacht hier mehr. Die haben wir mal endlich ein paar von denen gekillt. Dass ich mich anstrengen muss, da zu gucken, dass die hinterherkommen. Also ich glaube, der Turngolem, wenn ich den bald nicht update, der verliert so ein bisschen seine Wirkung. Aber dafür haben wir definitiv eine brachiale Wirkung mit unserem wunderbaren. Was da oben rein? Unser wunderbaren Knochenspeer. Da haben wir noch eine Aktionsrolle. 11 zu Angriffswert. 7 zu maximale Ausdauer. Und 31 extra Gold von Monstern. Nehmen wir gerne. Regenerationstrank. Und die balgen sich da hinten noch ein bisschen. Boah, verdammt. Das sind ein bisschen zu viele. So, dass ich mich da freiwillig einfach nur hinstelle. Hier ein Auge und Tod oder was auch immer da gestanden hat. Ich bin überladen. Ja, das bist du. Aber da haben wir eine gute Truhe gefunden. Leider nichts Besseres drin. Eventuell muss ich demnächst mal gucken, dass ich einen Bogen finde, einen neuen für meine Jägerin. Ich glaube, der ist mittlerweile nämlich auch überholungsbedürftig. Okay, dann geht noch der Abschnitt. Der führt mich aber wieder nach oben anscheinend. Ein paar Tools platt machen. Da haben wir Knochenkrummler des Krummler des Gespenst. Krummler das Gespenst. Ich kann nicht noch mehr tragen. Mehr Sinn machen. Neue Fähigkeit. Jetzt könnten wir den Knochenspeer hochhauen. Aber ich habe gesagt, wir erhöhen definitiv noch ein bisschen unsere Skelette. Skelette an sich können wir, wie gesagt, nur drei leider bauen oder erschaffen. Wir können allerdings ihre Widerstände gegen Magieschaden und sonstiges über die Monsterwiderstand noch hinzufügen. Der Boni gilt auch für diese. Dazu brauchen wir aber die Golems-Beherrschung. Einen Punkt und dann können wir in Monsterwiderstand auch noch was reinmachen. Und wenn ich mir so ansehe, dass, glaube ich, im späteren Verlauf in den nächsten Akten noch einiges an Magie und Schaden und sonstiges dazukommt, finde ich, ist es wahrscheinlich gar keine schlechte Idee, das zu haben. Weshalb ich da unten dann auch noch so circa 2-3 Punkte reinlege. So, dann hauen wir das noch hoch. Die Magie wieder eine Runde. Runde. Und da haben wir was zum Auffüllen. Was fehlt uns denn dann noch? Da haben wir noch was freigelassen. Ja, und ansonsten können wir wieder nach oben. Da scheint es dann nämlich nicht mehr zu geben in diesem Part. Ja. Dann können wir wieder nach oben laufen. Haben wir nichts verpasst. Einwandfrei. Die vergessene Stadt
Machen wir dann jetzt noch fertig. Ach Quatsch, da unten habe ich auch noch was vergessen. Sehe ich jetzt erst. Aber das sieht mir nur nach einer kleinen Kammer aus, in der auch nichts zu finden ist. Dann wieder nach oben. Hier vervollständigen wir mal noch den Kartenabschnitt, bevor wir uns nach unten begeben. Einmal. Genau, da war einmal das Haus drinne, das war's. Und hierüber existieren nur noch ordentlich viele Gegner. Oh, 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 oh. Was haben wir denn da? Feuerturm. Den dürfen gerne meine Krieger mal auseinandernehmen. Und den ich auch eine neue herstellen muss. Ja, die Magier und der Golem haben das schon schön erledigt. Ja, und dann ist sie auch wieder Schicht im Schacht. Da geht es wahrscheinlich auch nicht noch weiter. Nee. Da war noch eine Wächterleiche. Und dann auf zur Treppe nach unten. Und da haben wir noch den Schrein des Giftwiderstands. Ja gut, den hätten wir jetzt nicht gebraucht. Tipp, 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 tipp. Also wenn jemand so schnell tippeln kann, das ist doch schon Talent braucht man dafür. Ja, ihn auch nicht fertig. Also allmählich muss ich mir doch mal Gedanken machen über meine Arbeitsplätze, die ich da vergebe. So langsam sind sie ja ein bisschen schwach geworden. Brauchen ja viel, viel länger wie vorher. Geht ja aber nicht. Bezahlt ja nichts fürs Nichtstun. Gut, zugegeben, ich bezahle sie gar nicht. Aber ich erschaffe es. Immerhin, ich gebe ihnen Leben. Das ist ja auch was wert. Ich bin ihr Papa, sozusagen. Oh Gott. Das passt doch irgendwie nicht. Sparte Nekrophilie. So Leichenliebhaber und so. Nee, ich bin doch nicht der Vater. Ist mir zu eklig. Und wo geht's da hin? Nächstes Gebiet, Teil der Schlangen. Dort wird wahrscheinlich der Tempel sein. Dann machen wir hier noch das kleine Gebiet fertig. Beziehungsweise, was heißt klein? So klein ist das Gebiet hier tatsächlich gar nicht, diese vergessene Stadt. Na, dann haut die Dinger platt, meine Lieben. Essbringer halten jetzt aber auch den Knochenbeschuss ganz schön gut stand. Also ich habe so manchmal das Gefühl, da gibt es ein paar Kreaturen mit ordentlichen Resistenten. Resistenten, ja, genau. Assistenten, ne? Ne, Resistenzen. Dagegen. Aber das wird mir ja nicht komplett angezeigt, zumindest. Ich kann nicht noch eigentlich mehr. Ich habe nur die großen Gegner irgendwelche besonderen Fähigkeiten. Nicht recht im Sinne. Erledigt. Einwandfrei. So, da oben müssen wir auch noch einmal rumgehen. Ob wir da nämlich noch was vergessen haben. So wie es aussieht, nicht. Doch, da liegt noch ein bisschen Geld rum. Ha. Das hat sich gelohnt. Dann fehlt noch rechts unten ein klein wenig was. Komm, über den Ach, Mist. Hat mich erwischt. Mir fehlt ein Magier, sehe ich gerade. Bitte einer seine Leiche opfern. Dankeschön. Mal wieder ein Magier dazu. Da mal ein Brunnen. Da haben wir massiv viele Gegner. Hauen wir da mal Speere rein. Plünderer. Und alle anderen auch schon Leichen. Down. Yes. Also, nett gefallen, das will ich haben. Mist kann ich nicht tragen. Dann kommt ein Trank mal weg. Das Amulett her. Identifizieren. Mist. Identifizieren. Schaden reduziert um 1. Blödes Amulett. So, wirklich gute Amulette oder Ringe habe ich jetzt noch nicht gefunden. Merke ich gerade. Huh. Schlecht. Da haben wir den Portal gefunden. Sehr gut. Und damit ist die vergessene Stadt.
komplett erkundet und kann wieder in Vergessenheit geraten. Zumindest für mich, denn da werde ich wohl nicht noch ein zweites Mal aufkreuzen. Und nun geht es rüber zum Tal der Schlangen, welches ich dann mit euch im nächsten Part angehe. Bis dann, Leute!